Hallo, schön, dass du das Video angeklickt hast. Willkommen zum Orakelspiel. Ich erkläre kurz, worum es geht und dann geht's auch direkt los. Ich lasse hier bei FIFA zwei legendäre KIs gegeneinander spielen oder bei PES auf dem Schwierigkeits Superstar im Co-Trainer-Modus, sprich ich spiele niemals selber. Das Ganze wird von der CPU bestimmt und natürlich kann ich dann auch für den Ausgang des Spiels nichts. Also, wenn deine Mannschaft verliert, ich kann nichts dafür, ich habe es nur kommentiert. Ich wünsche dir viel Spaß beim Orakelspiel, hau rein! Herzlich willkommen hier aus London, herzlich willkommen aus dem Wembley Stadion in England. Ich freue mich, Ihnen heute die Partie England gegen Tschechien zu präsentieren. Die Tschechen in den ersten beiden Spielen mit 4 Punkten, also einmal ein 1:1 gegen die Kroaten und ein 2:0 Sieg gegen die Schotten. Bei den Engländern, die haben einen 1:0 Sieg gegen die Kroaten und ein 0:0 gegen die Schotten erzielt, das heißt genau umgekehrt, beide Mannschaften haben 4 Punkte. Heute geht es hier meiner Meinung nach um den wahrscheinlich Gruppensieg. Wir sind gespannt, ich sehe die Mannschaften laufen ein. Ich schalte mal runter an den Kommentatorenplatz. Herzlich willkommen vom Kommentatorenplatz hier im Wembley Stadion in London. Wir haben heute das Matchup England gegen Tschechien. Die Mannschaften sind bereit für die Hymnen, wir hören mal rein. Jetzt die der Engländer. So, auf geht's. Die Mannschaften sind bereit. Wir kommen zur Aufstellung der Tschechen hinten im Tor. Waschlik. Dann über die linke Seite Boril, Celuschka in der Mitte, Brabeck in der Mitte und Kufal über rechts. Dann Suček und Kral auf den Sechserpositionen. Über die linke Seite Darida, rechts Vidra, Mitte Jankto und Patrick Schick vorne drin, der schon einige Treffer bei dieser Euro erzielt hat. Mal schauen, was heute gegen England geht. Tschechen bisher sehr gut gespielt. Zum Mannschaftsfoto bereit. Und auch die Engländer bislang mit 4 Punkten. Kommen wir zur Aufstellung der Engländer hinten im Tor. Jordan Pickford. Über die linke Seite kommt Luke Shaw, Maguire, Stones in der Mitte, Walker über die rechte Seite. Dann davor Mount, Anderson und Dyer. Über die linke Seite Phil Foden, über die rechte Seite Raheem Sterling und vorne drin Harry Kane. Anstoß für die Tschechen in den roten Jerseys von links nach rechts und die Engländer von rechts nach links in den Weißtrikots. Auf geht's! So, da haben wir gleich mal Kral am Ball gehabt. Weiter Ball raus. Die rechte Seite. Vidra, aber den kriegt er nicht. Abstoß Jordan Pickford. Heute im Fokus Harry Kane. Der Goalgetter, bislang noch nicht so viele Treffer, beziehungsweise bislang noch gar keinen bei der Euro. Kann ja noch kommen. Vielleicht hebt er sich für die K.O.-Phase auf. Wer weiß. Wie gesagt, die Engländer mit 4 Punkten. Ein 0:0 gegen die Schotten im letzten Spiel. Und ein 1:0 gegen die Kroaten. Und bei den Tschechen, ich sag mal, sieht es ähnlich aus. Ein 2:0 gegen die Schotten und ein 1:1 gegen die Kroaten. Also auch 4 Punkte. Hier spielen die beiden Mannschaften um den Gruppensieg. Schauen wir uns an. Raheem Sterling. Immer noch Sterling. Kyle Walker ist mit dabei. Läuft jetzt durch. Jetzt hat er viel Platz zu flanken. Kyle Walker. Kane! Da sage ich noch, hat noch nicht so viel getroffen.
Na, da ist er noch, sage ich mal, glücklos. Abstoß. Paschlik. Ball bei den Tschechen. Kral. Harry Kane verteidigt mit. Stark. Ah, dann wird er zurückgepfiffen. Freistoß. Ja, das fanden die Fans jetzt nicht so. Rabeck nimmt sich dessen an. Oder doch nicht? Nein. Der geht mit vorne rein. Dann nimmt den Darida. Und führt Darida aus. Dem war ein Freistoß. Stark verteidigt von Stones. Akrobatisch von Raheem Sterling diesen Ball verwertet. Shaw auf Mount. Jordan Henderson. Mount. Wieder auf Henderson. Der wieder auf Kane. Der chippt drüber auf Phil Foden. Und das war abseits. Schiedsrichter pfeift. Foden nicht einverstanden. Aber hier sehen wir es nochmal. Klar im Abseits, gibt es gar nichts zu diskutieren. Gut gesehen vom Schiri. Freistoß. Tschechheim. Henderson. Auf Mount. Harry Kane. Jetzt mal daher raus zu Raheem Sterling. Der mit dem 1:0-Treffer gegen Kroatien im ersten Spiel. Das war bisher der einzige Treffer der Engländer. Mal gucken, ob noch mehr kommt. Harry Kane wird hier versucht zumindest eingesetzt zu werden von Mason Mount. Aber die Tschechen passen gut auf. Da in der Mitte Einwurf Shaw. Mason Mount. Immer noch Mount. Legt ab. Gut, Shaw. Ah, der Ball zu nah an Paschlik. Der fängt den ohne Probleme ab. Bislang noch nichts Gefährliches auf beiden Seiten. Nichts wirklich Gefährliches. Wir hatten einmal diese Kopfballchance von Harry Kane. Aber ansonsten vielleicht jetzt mal wieder. Gegen Shaw. Und Shaw holt sich den Ball. Gut mitgestört von Phil Foden, der gut mit nach hinten arbeitet. Mason Mount. Daher. Wieder raus auf Raheem Sterling. Der wird gut bewacht. Die rechte Seite sehr gut besetzt. Jetzt wieder Raheem Sterling. Sieht da Harry Kane durchstarten. Der sollte auch den Ball bekommen, aber Cheluschka passt da sehr gut auf. Behindert hier mit der Grätsche das Zuspiel. Darida. Raus auf Vidra. Der wieder gegen Luke Shaw. Das Matchup hatten wir heute Abend schon mal. Ja, kann er sich... Ja, kriegt er den Ball noch. Hufall. Immer noch am Ball. Der Rechtsverteidiger mal mit vorne. Aber auch hier Luke Shaw bisher sehr gut verteidigt auf seiner linken Seite. Weiter Einwurf auf Darida. Aber auch der wird von Stones geblockt. Daher. Wieder raus auf Sterling. Das probiert er sehr häufig. Ja, der Ball geht durch. Sterling... Ah, okay. Den Ball fängt Kral ab, direkt auf der Rieder. Ich glaube, Patrick Schick heute auch noch nicht den Ball berührt in dem ganzen Matchup. Tut sich da im Moment noch schwer. Harry Kane. Das dürfte wieder abseits gewesen sein. Ja, das war relativ klar. Phil Foden zum zweiten Mal. Hier sehen wir es wieder. Auch wieder sehr klar. Kral. Wieder auf Kral der Ball. Darida. Auf Schick. Jetzt Patrick Schick mal einen Ball. Vidra. Der Kral. Ja, bisher verteidigen das die Engländer sehr gut.
Kufal. Gegen zwei. Verliert den Ball. Phil Foden auch wieder zusammen im Zusammenspiel mit Luke Shaw auf der linken Seite. Machen sie sehr stark. Helfen sich da gegenseitig gut aus, sodass da nichts anbrennt da hinten. Harry Kane. Shaw. Anderson. Mason Mount. Da war jetzt mal die Lücke für Harry Kane da unten. Aber der Ball ist weg. Kufal wieder am Ball. Ah, Phil Foden geht da gut gegen den Ball. Holt sich den Ball. Mason Mount. Und wieder Phil Foden mit. Er legt sich den Ball etwas weit vor. Glück, dass der Ball weiterhin bei den Engländern im Ballbesitz bleibt. Harry Kane. Nimmt hier Henderson! Sehr stark! Hat sich ein bisschen angekündigt. Sehr viele Spielanteile für England. Und dann hat Harry Kane die Lücke gesehen und Henderson marschiert durch. Hier sehen wir es nochmal. Stark durchgespielt und dann ein klasse Abschluss von Jordan Henderson, der Captain vom FC Liverpool. Eiskalt vor der Kiste. Keine Chance für Wajlik. So, dann haben wir doch unseren ersten Treffer. Es steht 1:0 für England durch Jordan Henderson. In der 42. Minute, kurz vor der Halbzeit. Schöneren Zeitpunkt gibt es nicht für eine Mannschaft zu treffen. Anstoß, Tschechien. Darida. Auf Kral. Darida. Wird da gut gestört in der Mitte. Der Versuch hier auf Schick, aber der, wie gesagt, heute sehr gut bewacht von den Briten. Und da gibt's den Pfiff zur Halbzeit. 1:0 für die Engländer. Meiner Meinung nach ein verdienter Sieg. Sieg sage ich schon. Ein verdienter Treffer natürlich und eine verdiente Führung. Wir sehen uns nach der Halbzeit. Herzlich willkommen zurück zur zweiten Halbzeit. England stößt an von links nach rechts nun in den weißen Jerseys und die Tschechen von rechts nach links in den roten. Es steht 1:0 durch den Treffer von Jordan Henderson in der 42. Minute. Bisher die Spielanteile hier deutlich bei England. Tschechien nicht wirklich gefährlich vors Tor gekommen bislang. Aber das kann sich ja jetzt ändern in der zweiten Halbzeit. Harry Kane am Ball. Der will es gleich mal wissen. Aber stark verteidigt. Schiedsrichter lässt Vorteil laufen, aber alles gut. Ball läuft gut bei den Tschechen jetzt. Raus auf die linke Seite. Yang To. Da wird stark verteidigt. Ja, da pfeift der Schiri einen Foul gegen Kyle Walker. Freistoß nimmt sich Darida für die Tschechen. Jetzt gibt es erstmal den Wechsel. Masopust ersetzt Vidra. Jetzt zum Freistoß von Darida. Jetzt schwacher Freistoß direkt in die Mauer. Jetzt wieder Walker am Ball. Nimmt Raheem Sterling mit. Spieler im Fokus, Jordan Henderson, der Torschütze der ersten Halbzeit. Sehr schöner Treffer. Jetzt auch hier wieder am Ball. Harry Kane auf Mason Mount. Der auf Kane. Mount. Hat da sehr viel Platz. Jetzt kommt Kral mal. Aber Kane! Wahnsinn! Mason Mount wird einfach nicht angegriffen, hat so viel Raum und spielt dann diesen Pass und Kane mit einem traumhaften Abschluss. Hier sehen wir es nochmal. Spielt hier durch und Kane, boah, den musst du erstmal machen. Hat er nicht mal eine Sekunde Zeit, den direkt zu nehmen. Wahnsinnig schöner Treffer. Gar keine Chance für Wajlik.
Da kann man nicht mal dem Verteidiger einen Vorwurf machen, dass er da irgendwie zu spät wäre. Kane hat das sehr, sehr gut umgesetzt. Also, einen aufgelegt in der ersten Halbzeit für Jordan Henderson und jetzt macht er einen selber Harry Kane mit dem 2:0 in der 56. Minute. Man sieht die Engländer am Bock. Die wollen hier Gruppensieger werden. Henderson wieder am Ball. Stones nimmt Dyer mit. Harry Kane wieder mit Mason Mount im Zusammenspiel. Die Kombi war schon sehr gut erfolgreich. Raheem Sterling. Dyer. Sterling auf der rechten Seite. Kyle Walker versucht es hier mal. Nimmt ein bisschen Maß, aber da. Nimmt wieder Raheem Sterling mit. Harry Kane auf Jordan Henderson. Das war diesmal besser verteidigt. Guter Block. Anto auf Darida. Der nimmt Kral mit. Vielleicht können sich die Tschechen jetzt einmal ein bisschen erholen. Boril. Nur noch Boril stark geblockt. Kyle Walker wieder ist zur Stelle. Wie gesagt, die Engländer lassen da heute nicht viel anbrennen. Henderson raus wieder auf Raheem Sterling. Der hat viel Platz, der schnelle Mann von Manchester City. Er bricht ab. Bricht ab. Harry Kane. Auf Mason Mount. Ja, wird gut verteidigt. Rabeck holt sich den Ball da sehr gut. Dyer. Dyer immer noch am Ball auf Mason Mount. Diese Harry Kane, Mason Mount Geschichte heute. Aber jetzt der Ball auf Henderson. Das war eine schöne Idee, da Jordan Henderson einzusetzen. Aber Vasilik gut aufgepasst. Daher weiterhin 2:0. Harry Kane am Ball. Und da. Mount, Kane. Diese Kombination heute Abend ist Gold wert für die Engländer. Darida. Mal die Tschechen jetzt vielleicht mal mit einem Gegenschlag. Yang To. Viel Platz jetzt vor sich. Muss jetzt schnell gehen, mal eine Flanke bringen. Ja, da lässt er sich jeder Zeit und die Flanke ist schwach. Walker. Raheem Sterling. Mason Mount. Auf Harry Kane. Ah, da hat ihn Kral sehr gut unter Druck gesetzt, deswegen das ungenaue Zuspiel. Einwurf Tschechien. Und jetzt kommt Jadon Sancho, der Mann vom BVB, zumindest noch BVB, für Phil Foden von Manchester City. Hat er jetzt noch gute 10 Minuten Zeit, um da nochmal ein bisschen Dampf reinzubringen für die Engländer. Aber zunächst die Tschechen mit Kral. Masopust. Auf Darida. Kral. Ja, Kral, sehr viel Platz hier. Nimmt Patrick Schick mit. Ja, der versucht sich mal durchzuschlängeln, aber die Innenverteidiger der Engländer lassen heute nichts anbrennen. So, jetzt mal weiter mal raus auf Raheem Sterling. Kane. Harry Kane auch jetzt gut verteidigt. Darida am Ball. Schick. Dyer. Auf Harry Kane. Jadon Sancho ist schon bereit. Jetzt bekommt er den Ball. Wieder auf Kane. Immer noch Kane am Ball. Kane, Mount. Diese Kombi funktioniert heute wirklich klasse. Und Eckball für England.
Den nimmt sich Jordan Henderson. Letzte Spielminute der regulären Spielzeit läuft. Noch ein Wechsel für die Engländer. Lingard kommt rein und der starke Mason Mount geht runter. Sehr gutes Spiel von ihm. Jetzt zur Ecke. Wow, da war Kane schon mit einem Seitfallzieher rein. Aber stark verteidigt von den Tschechen. 2 Minuten Nachspielzeit laufen bereits. Ein souveräner Sieg für die Engländer. Tschechen kaum Torchancen. Und damit ist es vorbei. Die Engländer mit einem starken Auftritt. Hier der Mann des Spiels, Harry Kane. Mit dem Siegtreffer 2:0 und der Vorlage zum 1:0 für Jordan Henderson. Starkes Spiel vom Captain. Ich würde sagen, wir schauen uns mal die Highlights zu diesem Spiel an. Wie gesagt, Henderson und Kane in den zwei ersten und der zweiten Halbzeit die 2 Treffer. Tschechen nicht wirklich gefährliche Situationen gehabt. Gerade Patrick Schick ist nicht so wirklich zum Zuge gekommen diesem Mal. Kane und Vasilic sind bereit für dieses Matchup. Dann hier denn der 8 Minute schon mal die erste Andeutung. Flanke von Kyle Walker und Kane. Mit dem ersten zarten Versuch, sich dem Tor anzunähern. Dann hier einmal stark verteidigt. Der wäre durchgekommen, wäre von Raheem Sterling, wäre es wirklich gefährlich geworden. Dann 42. Minute, Harry Kane sieht hier Jordan Henderson durchmarschieren. Lücke ist da. Und dann ab ins Eck, keine Chance für Vasilic. Schöner Treffer von Captain vom FC Liverpool. Ja, 56. Minute, machen gleich mit dem 2:0 weiter. Mason Mount, er sehr ähnlich, aber Harry Kane mit einem sagenhaften Abschluss ins lange Eck. Hat da nicht viel Zeit zu überlegen, direkt genommen. Klasse Treffer, 2:0 für die Engländer gegen die Tschechen. Ich wünsche euch noch eine traumhafte Euro.